Gott. Ja, ich will meine Sammlung zeigen. Ich bin aus dem Videomachen raus. Ich habe da Handcremes, Desinfektionsmittel habe ich schon gesehen in Hülle und Fülle, Zahnpflege, Haarpflege. Also das tue ich jetzt alles in ein Video. Sonst würde das den Rahmen sprengen, glaube ich, wenn ich das einzeln machen würde, weil das bringt ja auch nicht wirklich viel was. Das war kein deutscher Satz, das bringt nicht viel. So. Ich habe so viel Zeug, ich werde auch versuchen, gleich auszusortieren. Ich werde es versuchen, weil das ist so viel, das ist... So viel Handcreme kann ich gar nicht benutzen, was ich da gerade sehe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oder vielleicht stopfe ich ein paar in Handtaschen, ich habe keine Ahnung, aber es ist eindeutig zu viel. Es ist eindeutig viel zu viel. So, Desinfektionsmittel habe ich ein Anti... Keine Ahnung, bakterielles Spray, fragt mich nicht, da ist auch der Stöpsel weg, keine Ahnung, wo ich den versoffen habe. Ja, sollte ich mir rausstellen, den könnte ich in irgendeine Handtasche geben, wenn ich wüsste, in welche. Weil der ist ziemlich groß, oder? Oder den hebe ich mir dann für mein Auto auf, wenn ich den Führerschein schaffe. Ein Fußbadesalz habe ich. Wusste ich nicht mal. Aber ich muss auch sagen, ich bin ziemlich faul, was das betrifft. Ich habe nämlich noch irgendwo eins gesehen. Ja. Sollte ich mir mal mehr zu Herzen nehmen, dass ich mir ein Fußbad mache oder so. Sorry, wenn das jetzt so einen Lärm macht. Fußbutter von Hildegard Brockmann. Ich habe auch eine noch in Verwendung, aber ich benutze sie zu selten. Leider. Ich mag die nämlich. Die ist nämlich wirklich nicht schlecht. Das Gute ist, die hat die Hornhaut bei mir so ein bisschen in den Griff bekommen, aber ich benutze sie zu selten. Das ist mein Backup, weil ich habe noch eine in Benutzung. Die werde ich nicht weggeben. Das ist eine Handcreme. Was ist da passiert? Ich traue mich gar nicht dran riechen. Na, die riecht eh noch gut. Ich habe mich jetzt erschrocken, aber die war, glaube ich, mal aus einem Tauschpaket. Das ist die hier. Ich benutze nur so wenig Handcreme. Ich bin froh, wenn ich mal meine von Clinique verwende. Ich da in meinem... Ich lackiere jetzt öfter die Nägel und habe mir die Clinique da in die Lade gesteckt, damit ich die ein bisschen öfter verwende, aber bin mir nicht so sicher, ob das was wird. Die habe ich hier auch gerade am Schminktisch gefunden. Das ist von Douglas, von dieser Homespa-Serie, eine Handcreme. Ja, dann habe ich... Ich schwitze wie ein Schwein. Bei mir in der Wohnung ist so warm, ich weiß gar nicht wieso. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Grad es ehrlich gesagt hat. Auch sehr geil, oder? Handdesinfektionsmittel, das gebe ich nicht her. Das ist nämlich das, was mir meine damalige Freundin aus Amerika mitgebracht hat. Ich glaube, das ist sogar eins meiner letzten. Ich habe nämlich nicht mehr viel von denen, leider. Dann habe ich noch eine Handcreme. Bist du wahnsinnig? Das ist sogar aus Russland eine Handcreme, glaube ich. Weil das... Die Stammkundin habe ich schon urlang nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf. Es gibt eine Stammkundin von mir, die was mir immer solche Süßigkeiten aus Russland mitbringt. Und einmal hat sie mir auch eine Handcreme mitgebracht. Ich bin so eincremevoll, extrem eincremevoll. Ich habe so viel Handcreme, ich will aber keine weggeben. Da habe ich nämlich noch eine und ich glaube, die ist auch von ihr gewesen. Ich glaube, Ziel wird jetzt Handcreme aufbrauchen. Ach du heilige Scheiße. Ich habe 3 Clarins Handcremen. Ach du heilige. Einmal die ganz normale, die was auch im Standardsortiment ist. Dann eine limitierte, das ist diese, ich glaube, die haben heuer gar keine Limited Edition rausgebracht und letztes Jahr. Also die beiden habe ich auch noch, das ist, glaube ich, einmal die Limette und die andere ist, glaube ich, mit vier, nein, Grapefruit steht da. Und die andere ist Limone, genau. So sehen die aus. Ich finde die Verpackungen von Clarins immer so schön. Kann ich mich nicht trennen, was soll ich machen? Dann habe ich noch so 2, ich glaube, Handcreme werde ich keine hergeben. Schande über mein Haupt. Halt, aber ich sollte welche aussortieren. Ich habe die Banane eh doppelt. Ach Gott. Hilfe. Ich habe dann noch solche kleinen Tiegelchen mit so Tierchen drauf. Die habe ich mir mal vom TK Maxx gekauft. Ja, habe ich unbedingt gebraucht. Sehr unnötig. Es verstauben eh nur elendig rum. Eine ist mit Avocado, das andere ist, glaube ich, mit Mango. Wenn ich mich irre. Die sind halt so zuckersüß. Schaut euch das an. Sowas von zuckersüß, oder? Ja, ich kleine Verpackungsopfer. Dann habe ich noch hier 2 Limited Edition von Essence. Einmal die Vanille und Zimt und einmal die Kokos und Kirsche. Wer kann sich an die noch erinnern? Da ist eigentlich gar nicht so viel drin, das ist nur bis daher. Eigentlich müsste ich schaffen, die leer zu machen.
Wer kann sich noch an die Strawberry Dark Chocolate oder Banane und Dark Chocolate erinnern? Ich habe so viel Zeug, Kinder. Ich sollte das echt mal aufbrauchen. Ich bin schockiert, dass ich so viel Handcreme habe. Ich habe sogar noch die Kiwi davon. Das ist die Kiwi. Dann habe ich zweimal die Banane, weil es ja nicht reicht. Und einmal noch die Erdbeere. Oh mein Gott, eine Ahava habe ich auch. Sieht so aus. Dann noch eine Ahava, die total durchgestoppt ist. Die gibt es gar nicht mehr, die Serie. Das war dieses... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Serie geheißen hat, aber so sieht das aus. Oh Gott. Ich bin echt schockiert. Eine Seife für meinen Spender, was ich in der Küche stehen habe, habe ich auch noch am Backup. Den hätte ich sicher gesucht, den hätte ich niemals gefunden. Ganz, ganz viel Handcreme habe ich noch. Ganz, ganz viel. Und ich muss mir da ernsthaft was überlegen. Ernsthaft was überlegen. Ich habe da eine von The Body Shop, die habe ich mal geschenkt bekommen. Dann habe ich eine von Yves Rocher, die ich glaube ich auch mal geschenkt bekommen habe. Ich glaube, ich werde mir die kleinen in die Handtasche platzieren. Dann habe ich eine von der Arbeit, habe ich die damals gekriegt. Das waren die urgeilen Handcremes von Alessandro, die I Love Veggie. Das ist die Tomate und Erdbeer gewesen. Die war so genial. Eine Alessandro Handcreme, eine Cream Rich mit Sternchen drauf, habe ich auch. Ich brauche mir mein Leben lang keine Handcreme mehr kaufen. Dann habe ich die hier doppelt, weil eine hatte ich in Adventkalender und eine habe ich von der Arbeit bekommen. Von Biotherm, die Handcreme. Die gibt es auch gar nicht mehr. Die werde ich auch nicht. Ich muss wirklich Handcremen aufbrauchen, sonst glaube ich, werde ich mir in den Arsch treten. Und wie ich mir in den Arsch treten werde, wenn ich nicht bald meine Handcremes reduziere. Wenn ich es nicht innerhalb von ein paar Monaten schaffe, muss ich sie aussortieren. Ich glaube, das ist ein guter Deal, oder? Dann habe ich hier eine Handcreme Buttermilch und Limone. Fußbruder, das ist die dritte. Ich habe im Badezimmer zwei noch stehen. Wahnsinn. Desinfektionsmittel. Habe ich auch noch ein paar. Das ist das von Sephora. Das habe ich von der lieben Tanja, glaube ich, damals geschenkt bekommen. Das werde ich niemals hergeben. Auch die von Primark nicht. Ich habe aber letztens war ich so oft beim Primark und ich habe die gar nicht mehr gesehen. Gibt es die Desinfektionsmittel beim Primark gar nicht mehr? Weiß das jemand? Das Garnier Desinfektionsmittel habe ich auch. Das habe ich sogar zweimal einsteht bei mir noch in der Arbeit. Also ich bei der Kasse stehen, weil ich die halt aufbrauchen will. Dann habe ich den Mango Fußschaum. Den habe ich auch einen in Verwendung. Das ist mein Backup. Sollte ich wirklich öfter verwenden. Einen Selbstbräuner. Den werde ich aber verschenken, weil den habe ich überall gesucht, weil ich den jemandem bestimmten geben will. Und ich habe ihn endlich gefunden. Wenn er das Video schaut, wird er sich sicher freuen. Ich habe ihn endlich gefunden. Yay! Ich bin echt schockiert, wie viel Scheiß das noch ist. Ich habe ja ein Fußspray desinfizierend. Bekämpft Fußgeruch. Wirksam gegen Bakterien und Fußpilzerreger. Sehr interessant. Ich habe ja generell so viele Fußprodukte gehabt. Also es waren ja noch mehr. Es war weitaus mehr. Ich habe das gut minimiert, sage ich jetzt mal, weil es war wirklich mehr. Dann habe ich da noch ein Burgit Fußbadesalz. Das sieht so aus. Das werde ich auch versuchen aufzubrauchen. Das riecht komisch. Aber ich werde es versuchen. Ich habe hier so ein, wie heißt denn das? So ein Sprudelding, wo, ich weiß es nicht, wie das heißt, bin jetzt ganz deppert. Da kann man die Füße rein und dann vibriert das so. Und ich habe in letzter Zeit wieder so Probleme mit dem Fersensporn. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, das mal durchzuziehen. Oh, den habe ich gesucht. Ich habe so ein Anti-Insekten-Spray. Das ist für den Körper, damit ich es rauskriege. Sollte ich mir mal in die Handtasche geben oder im Kasten dann ganz vorne schlichten. Desinfektionstücher habe ich auch. Habe ich letztens gesucht. Lasse ich gleich da heraus. Super finde ich das. Ein großes Desinfektionsgel von Aveo. Also Desinfektionsmittel brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich habe nämlich noch mehr. So, dann kommen wir schon ein bisschen zu den spannenderen Sachen. Außer das, es ist ein Sonnenschutz, den werde ich aber weggeben. Aber ich habe da noch einen. Das ist den habe ich auch noch, werde ich noch behalten, weil den habe ich auch noch gar nicht aufgemacht. Den habe ich mir ja letztes Jahr gekauft, das ist dieser Forsun Hello Sunshine Lichtschutzfaktor. Ich finde die Verpackung nämlich so schön und ich mag die Marke, die riecht nämlich nicht schlecht. Aber mal schauen, ob ich das so durchziehe, wie ich es mir vorstelle. Mal schauen. Oh Gott, ich bin überfordert hier. Eine Zahncreme habe ich noch hier. Ich wollte sagen aufbraucht, aber nein.
Ich habe aber noch dieselbe und ich sehe gerade, dass ich gar nicht mehr so viel Zahnpflege habe wie vorher. Habe ich einiges leer gemacht, würde ich sagen. Das ist das Shine-On Whitening Zahncreme-Ding von Pearlwise. Kennt ihr eh, zeige ich jedes Mal in meinen Aufgebraucht-Videos. Könnte ich auch mir herauslassen, weil meine ist bald leer. Oh, oder ich nehme die. Die habe ich nämlich noch gar nicht verwendet. Dann nehme ich, glaube ich, die als nächster. Die habe ich noch nie gehabt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist die mit Acai oder Acai oder wie immer man das auch aussprechen mag. Und Minze. Vielleicht nehme ich mal die. Wäre mal eine Abwechslung, oder? Ganz, ganz viel Rasierschaum habe ich noch. Und ich habe mir letztens so viel gekauft. Ich könnte mir echt in den Arsch beißen. Ich habe noch das limitierte Iceberry Rasiergel von Balea. Von Rasierschaum habe ich sogar noch meinen heißgeliebten weißen Schokolade-Rasierschaum. Wusste ich gar nicht. Wusste ich wirklich nicht. Deswegen, zwei habe ich Gott sei Dank noch. Die werde ich dann im Winter verwenden. Weil jetzt bin ich froh, wenn ich die Sommersachen dann einmal leer kriege. Ich habe echt viel. Da ist noch der Rasierschaum Caribbean Feelings. Ich glaube, den gab es ja letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Habe ich den nie benutzt. Wahnsinn, oder? Ich muss die unbedingt im Kasten dann anders schlichten, damit ich nicht vergesse, die zu benutzen. Das Rasierge Tropical Summer habe ich auch noch. Habe ich auch nicht mehr gewusst. Da sieht man, wie man da erinnert wird, was man noch alles hat, oder? Deos habe ich ja auch extrem viele. Deos habe ich extrem viele. Ich habe einmal das Balea von dieser 25 Jahre Limited Edition und das Magic Team hat das geheißen. Ja, so sehen die beiden aus. Ich halte euch jetzt endlich mal in die Kamera, bevor ich es da die ganze Zeit angaff. Ja. Ein Deo kriege ich in letzter auch schwer leer. Obwohl ich eh eins im Spind habe und eins da daheim, aber irgendwie werden die nicht leer. Ich benutze sie, aber sie werden irgendwie nicht leer. Von der 25 Jahre Limited Edition habe ich auch das Rasiergel noch. Habe ich auch nicht mehr gut. Weiter geht's mit Deos. Ich habe noch das von Wheel of the Planet heißt das. Deo. Das habe ich mir mal gekauft. Da benutze ich den blauen auch zu selten. Also Deo brauche ich mir eigentlich keins mehr kaufen, wenn ich so mich umschaue. Mein Oliveda Badezusatz habe ich auch noch einmal. Ich habe den heute leer gemacht und ich bin froh, dass ich noch ein Backup habe. Weil den werde ich mir auf jeden Fall ins Badezimmer stellen, wenn ich es geputzt habe. Auch ein Öl habe ich noch. Das war mal ein Test, aber ich fand das so genial. Das ist dieses Zimt, Cinnamon Ginger heißt das, Bodyöl. Ich habe jetzt das Orange noch und hin und wieder habe ich es auch verwendet, aber ich habe so viel Schmarrn, dass das echt schwer ist, was leer zu kriegen. Aber das brauche ich euch ja nicht erzählen, das wisst ihr ja eh von mir schon. Noch einmal den Rasierschaum in Peachy Rose. Den habe ich auch gerade in Verwendung aktuell. Den mag ich aber nicht so gerne. Den mag ich leider nicht so gerne. Ich glaube, ich werde die anderen vorher alle verwenden und den dann ganz am Schluss, weil den mag ich nicht so. Den habe ich von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Das ist aus Baden-Baden Thermalspray von Sanssouci. Da habe ich vollkommen falsch ausgesprochen, aber wurscht. Den werde ich mir demnächst in meine Handtasche geben. Ich glaube, dass ich den brauchen werde. Es ist nämlich extrem heiß heute. Es ist wirklich extrem heiß. Aber ich glaube, das kommt mir nur so vor. Noch eine Zahncreme. Das ist die von Terra Naturi. Die mag ich auch so gern. Da habe ich mir eigentlich so viele Backups gekauft. Ich glaube, das habe ich noch, muss ich euch noch zeigen. Da werde ich mich freuen. Ich freue mich nicht, wie man sieht. Ja, das habe ich auch noch. Weil es noch nicht reicht, geht's weiter. Noch einmal. Die habe ich überall gesucht. Und jetzt habe ich Gott sei Dank zwei Packungen. Ich kriege die Krise gerade mit mir selber, wirklich. Ich habe da noch eine Handcreme, super. Oh, die habe ich aber von der lieben Vivi geschenkt bekommen. Die werde ich auch nicht hergeben. Ich muss wirklich mehr Handcreme aufbrauchen. Da habe ich noch eine Zahnbürste. Nicht sehr spektakulär. Machen wir weiter mit Desinfektionsmittel, oder? Wenn wir schon dabei sind. Ich habe noch das von L'Oreal. Das haben wir damals von der Arbeit geschenkt bekommen, damit wir sich eben schützen. Sollte ich auch mal. Ich erwähne es lieber nicht. Dann noch das von Clarins. Habe ich auch noch. Eins von Primark habe ich noch. Dieses Schoko. Oh Gott. Augenbrauenrasierer. Eine Seife von Balea. Ich habe mir ein Bild, ich habe mehr. Aber ich glaube, die habe ich jetzt bei der Ding noch. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Wenn, dann seht ihr es dann im Aufgebraucht-Video. Mein Gott. Ich habe sicher noch mehr Seife. Das ist sicher nicht der einzige. Aber ich sehe da jetzt gerade keine. Ich glaube, ich habe die in dem anderen Fach vergessen. Noch ein Desinfektionsschaum.
Wie krank ist das? So viel Desinfektionsmittel braucht kein Mensch. Eine Vaseline, die ich mir mal irgendwann kauft, weil meine Mama gesagt hat, die hilft gegen viele Sachen und habe sie nie benutzt. Toll, oder? Zweimal das Shampoo von Swiss Opal habe ich auch noch. Das sind ja meine Backups. Die gab es eine Zeit lang beim DM um 95 Cent. Ja, habe ich noch zwei, wenn nicht dann noch irgendwo eins rumfliegt. Einen Schaumfestiger habe ich auch. Das ist dieser Crazy Vanilla. Das fühlt sich an, als wäre da wenig drin, aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Hoffe ich zumindest. Ein Augen-Make-up-Entferner von Clairol habe ich auch noch. Der sieht so aus. Der ist schon geil jetzt, also, wenn das so drin rumfliegt. Ihr wisst ja, ich mag den von Clairol viel, viel lieber als den Hofer. Den habe ich ja noch hier. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch einen zweiten da drin. Werdet ihr sicher gleich sehen. Aber die werde ich als erstes aufbrauchen, bevor ich den von Clairol anfange natürlich. Dann habe ich hier ein Aloe Vera Gel. Das habe ich mir aus Jux damals in Budapest gekauft. Was soll man dazu sagen? Aber ich gebe nichts weg. Und ich reg mich nur auf und ich gebe nichts weg. Ist auch mal wieder schön. Eine Haarmaske habe ich auch. Da will ich aber noch das andere von Moroccan Oil, glaube ich heißt das. Macadamia, hoppala. Nicht Moroccan Oil, wovon rede ich. Macadamia ist ja die Marke. Da will ich unbedingt noch die andere für meine Extensions aufbrauchen, bevor ich die aufmache. Aber ich sollte meine Extensions echt öfter waschen, weil man sieht, das ist schon sehr mitgenommen aus. Ich habe es seit langem mal wieder drin und ich habe die Wellen reingemacht und irgendwie schauen die sehr mitgenommen aus. Vielleicht ist es mir deswegen auch so heiß, weil ich heute so viel Haar habe. Ein Badis Trockenshampoo habe ich noch hier. Ist das mein einziges noch? Sieht nach meinem einzigen aus. Wow. Ich bin begeistert. Und dann habe ich noch ein Deo von Wheel of the Planet, das Sweetie Serenity, da gefällt mir der Name so gut. Ja, Deos brauche ich mir eigentlich auch nicht kaufen, aber ich will noch mein Borotalco eigentlich kaufen. Haarprodukte habe ich auch viel zu viele. Da muss ich schauen, ob das überhaupt noch gut ist. Schaut nicht so aus, ich krieg's nicht mal auf. Nein, das riecht ekelhaft, ich werde das weggeben. Das ist von Yves Rocher, eine Haarpflege, das werde ich wegschmeißen. Das riecht nicht mehr so toll. Also eins habe ich aussortiert. Ich habe es auch gleich in die Tüte da hinter mir geworfen. Deswegen werde ich es euch nicht mehr, zeigen. Bäh. So, ist auch schon uralt. Also kann man das verschmerzen. So, noch einmal Rasiergel, weil es ja nicht reicht. Und noch ein Rasiergel. Oh mein Gott. Das Sense of Magic habe ich noch einmal. Das Kokos. Ich glaube, das war letztes Jahr. Oder ist das dieses Jahr? Ich glaube, das ist dieses Jahr, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich ja noch einmal, weil es ja nicht reicht. Dann habe ich zweimal das neue mit Melone und Drachenfrucht, was ich ja extrem lieb von der Verpackung. Und ich muss wirklich ganz, ganz viel aufbrauchen, damit ich mir das dann wieder nachkaufen kann. Weil dabei habe ich... Ich habe genug. Ich habe mehr als genug. Ich habe sogar das Deo noch einmal von der 25 Jahre Limited Edition. Ein Deo von Fahr, das was ich mir ja beim Action gekauft habe. Super. Ich hätte beim Action reinschauen sollen. Toll. Ja. Das habe ich auch noch. Dann habe ich noch, jetzt ist sie auch gleich vorbei, glaube ich. Schau aber dann sicher, jetzt habe ich nochmal nach, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Mir kommt das nicht wenig vor, das nicht, aber ich bilde mir ein. Ich habe was vergessen, aber ich glaube, ich bilde es mir ein. Dass ich nur ein Trockenshampoo noch habe, das kann ich gar nicht glauben, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Weil eins habe ich jetzt noch in Verwendung und dann ist das mein letztes. Ich hatte so viele Backups und habe alle aufgebraucht. Das ist echt heftig, oder? Das ist echt heftig. Eine Terra Natura Immunspülung habe ich noch. Ihr werdet jetzt aber bald ein Haul sehen, wo ich ganz viele gekauft habe. Das heißt, ich muss auch den Kasten umorganisieren. Ich bin gespannt, wie ich das mache. Und vielleicht fliegt ja doch noch was, aber ich glaube nicht. Ich kenne mich zu gut. Ja, und irgendwo habe ich eigentlich noch das neue Trockenshampoo von Garnier, ich finde es aber nicht. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, aber es ist eh nichts Neues bei mir. Oder ich zeige euch das erst im Haul, ich bin mir nicht sicher. Ja, die Mundspülung habe ich auch noch im Backup. Und dann habe ich dreimal ein Backup von meinem Biore Aktivkohle Gesichtswasser, weil ich ja damit am besten meine Lippenstifte runterbekomme. Das andere im Bad ist bald leer.
drei Backups habe ich noch. Ja, ich habe mir die damals reduziert gekauft. Was soll ich euch sagen? Mich nervt das halt, dass immer meine Produkte aus dem Sortiment gehen, aber das ist ja eh nichts Neues, würde ich sagen. Ich bin gerade echt erstaunt, dass ich nur noch ein Backup von Trockenshampoo habe. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und so viel Rasiergel. Eindeutig zu viel Rasiergel, wenn ihr mich fragt. Mehr als eindeutig zu viel Rasiergel. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie ich das in den Kasten reinbekomme, weil wie ich das rausgeräumt habe, ist mir schon 100 Sachen entgegengeflogen. Ein paar Sachen lasse ich ja sowieso draußen, weil ich ein paar weggebe und ein paar schon fürs Badezimmer brauche, weil ich ein paar Sachen aufgebraucht habe vor kurzem. Oder ein paar gehen schon leer. Aber ich bin echt schockiert. Ich bin wirklich schockiert, wie viel ich habe. Aber das sieht man dann erst, wenn man so ein Sammlungsvideo macht, oder? Das merkt man dann so richtig erst. Und ich habe erst vor kurzem wieder so viel gekauft. Vielleicht mache ich das Haul-Video gleich in Anschluss. Eigentlich wollte ich das noch rauszögern, aber ich glaube, ich mache das gleich im Anschluss. Oder doch nicht, oder doch, oder doch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil ich muss einkaufen auch noch gehen. Heute habe ich noch eine Fahrstunde, von der ich ein bisschen Angst habe. Ja. Dann will ich mich mit Amin treffen heute, weil wir sich schon ewig nicht mehr gesehen haben. Ja, irgendwie ist das so, weiß nicht, bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich noch immer so viel habe. Aber ja, das heißt aufbrauchen. Ich werde auch in vielen verschiedenen Handtaschen, glaube ich, eine Handcreme jetzt reingeben. In letzter Zeit habe ich hier so Probleme mit meinen Händen, also vielleicht sollte ich ernsthaft drüber nachdenken. Ich fürchte mich schon, wenn ich das einräume. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so glücklich bin, dass ich noch so viel Rasiergel habe. Ihr habt es, glaube ich, mein Gesicht gesehen, wie ich da jetzt die ganzen Rasiergel gesehen habe. Ich finde das so traurig, dass ich das immer vergesse, was ich eigentlich habe und dann immer wieder kaufe. Ich meine, ich bin schon brav, aber es gab schlimmere Zeiten. Wer die Videos schon länger kennt von euch, also meine alten Videos, der weiß das. Aber es könnte noch ein Ticken besser, glaube ich, werden. Es könnte noch ein Ticken besser werden mit meiner Einkaufphase. Wenn ich noch weniger kaufen würde, wäre es noch besser. Ich meine, die letzten paar Monate ging es eh, jetzt in letzter Zeit wird es wieder mehr. Da muss ich mich echt zusammenreißen in letzter Zeit, weil wenn ihr das Haul-Video dann in Zukunft sehen werdet, oh oh. Das heißt, ich muss auch gleich Platz machen für die neuen Sachen. Ach du Heilige. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und schreibt mir mal, was ihr am meisten habt. Egal was es ist. Schreibt mir mal, was ihr extrem bunkert und dauernd vergesst zu kaufen, dass ihr das schon gekauft habt und es euch immer nachkauft. Bei mir ist es definitiv Rasiergel. Man wird es nicht glauben, aber es ist Rasiergel. Und Deos. Aber ja. Mein Gott, ich habe mir nämlich vor kurzem noch gedacht, ich brauche das Borotalco Deo noch, weil es jetzt in Aktion ist und jetzt traue ich mich das gar nicht mehr kaufen, weil ich habe so viel. Ich habe ja wirklich viel. Oh, ich bin so doof. Juh. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und jetzt bin ich noch mehr motiviert, die Fußprodukte und die Desinfektionsmittel mal aufzubrauchen. Das wird wirklich Zeit, glaube ich. Brauche ewig kein Desinfektionsmittel, was ja eigentlich gut ist. So, jetzt höre ich aber auf zu labern, weil sonst sprengt das, glaube ich, noch mehr den Rahmen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!